Ich bin der Thomas Heim, ich bin der reformierte Pfarrer von Huiswil. Das heisst, ich bin beim Pfarrkreis Huiswil, das ist Zell, Fischbach, Lutheren und Uffhausen. Bin ich in der Gemeinde zuständig. Wir sind zusammen in der Kirchgemeinde mit Willisau. Genau, wir haben jetzt morgen im Violino zu Zell im Altersheim Gottesdienst. Und eben letzten Sonntag zu Huiswil und nächsten Sonntag nachher zu Willisau, eben weil Ferienzeit ist, tut sich das da ein bisschen abwechseln. Also es geht eigentlich um die Jahreszeit oder eben was für einen Viertag ist im Moment. Und jetzt mit dieser Sommerzeit ist jetzt so ein bisschen das Thema eben blau machen und grün sehen. Und ich habe das nachher mit einem Bild dargestellt, also das Bild, das ich verteile den Leuten. Ich habe da so einen Bibeltext aus dem Römerbrief aus dem 8. Kapitel genommen als Grundlage für die Predigt und habe den nachher für mich ein bisschen studiert und nachher eben probiere ich konzentriert ein bisschen knappe Gedanken aus diesem Text rauszunehmen und das nachher eben den Leuten im Gottesdienst weiterzugeben. Bild schauen, das ist einfach unser Bild für unsere Predigt jetzt. Unser Thema ist ja blau machen und grün sehen. Und wenn ihr das Bild anschaut, seht ihr die Farben, die ja im Sommer ja ganz, wo man ganz viel draussen sieht. Wir haben ja hier einen ganz schönen Garten im Violino. Auf diesem Bild, das ist ein perfekte Foto natürlich. Der Rasen schön gepflegt und gemäht und hinterzu eben das schönste Wetter. Und in der Mitte die Frau, die zum Sprung ansetzt. Wenn wir die Farben, blau und grün, aus dem Glauben raus anschauen, dann denke ich, kann uns das Bild einiges sagen, wo wir vielleicht zum Sprung ansetzen können. Vielleicht nicht mehr körperlich, aber vielleicht im Herz und mit der Seele. Blau machen und ein bisschen Freiraum bekommen, sich Zeit nehmen und sich frei fühlen von Verpflichtungen. Dann kommen wir noch zu dem, wo oben steht, Entspannung beflügelt. Und so wollen wir noch in die Sommerzeit rausschauen zum blauen Himmel und ins Himmelwärts wenden und auf dem grünen Boden von der Hoffnung stehen, dass noch etwas Gutes kommt, dass auch im Alter wir etwas Gutes können tun und beitragen zu dieser Welt. Amen.